Gut. Das erste, vervollständigen Sie die Formel. Und da jetzt mal ganz blöd nach C aufgelöst. Wir haben es das letzte Mal anders gelernt. Was haben wir das letzte Mal gelernt? Als Merkregel für die Formel, die uns einen Kondensator definiert, also die Kapazität definiert. Wer kann sich erinnern? Ich habe es genannt, das erste zoologische Gesetz der Elektrotechnik. Q ist Q, genau. Also geschrieben natürlich Q ist gleich C mal U. Und wenn man das natürlich nach C umformt, dann kommt man auf C ist Q durch U. Das heißt, die Kapazität ist die Ladung durch die Spannung. Das heißt, eine besonders große Kapazität sagt uns, dass bei einer konstanten Spannung in dem Kondensator sehr, sehr viel Ladung gespeichert ist. Und wenn ich dann ein bisschen Ladung hineinwerfe, zusätzlich in den Kondensator, dann ändert sich die Spannung im Kondensator nur wenig bei einer großen Kapazität. Gut, und in Einheiten haben wir gesagt, und da war das Blöde, dass das C mehrmals verwendet wird, nämlich für als Formelzeichen für die Kapazität und als Einheitenzeichen fürs Coulomb. Aber wenn man genau schaut, sieht man, da ist das Formelzeichen, also schräg gestellt, da ist das Einheitszeichen, es ist aufrecht gesetzt. Also die Einheit der Kapazität ist das Farad und das ist nichts anderes als ein Coulomb pro Volt. Das ist also eine kohärente SI-Einheit, wir können irgendwie ganz leicht damit rechnen und brauchen keine seltsamen Umrechnungsfaktoren. So, dann haben wir hier das zweite. Es ist immer der Spannungsverlauf am Kondensator zu zeichnen, also die Spannung, die hier abfällt. Und im ersten Fall laden wir den Kondensator über eine Konstantstromquelle. Das heißt, der Strom, der hier in den Kondensator hineinfließt, ist konstant. Das heißt, pro Zeiteinheit immer die gleiche Ladung, die zusätzlich da, durch den Kondensator durchfließt oder im Kondensator gespeichert wird. Naja, nach dieser Formel, wenn wir jetzt das Q konstant erhöhen mit der Zeit, das C aber konstant bleibt, dann müssen wir das U natürlich gleichermaßen erhöhen. Nicht? Doppelt so viel Ladung heißt doppelt so viel Spannung am Kondensator. Nachdem wir die Ladung der Konstanten mit der Zeit durchschicken, Strom ist nichts anderes als Ladung pro Zeit, heißt das, wir laden hier diesen Kondensator so linear auf. Nach einer Sekunde ist da vielleicht ein Volt drinnen, nicht? Wenn das ein Farad-Kondensator ist und ein Ampere durchfließt, ist nach einer Sekunde ein Volt am Kondensator, nach zwei Sekunden 2 Volt, nach drei Sekunden 3 Volt und so weiter und so fort. Genau, und das funktioniert in der Praxis nicht unendlich lang, weil diese Kondensatoren, da steht meistens eine Spannung drauf im Kondensator, so 100 Volt zum Beispiel. Damit ist, das ist immer ein Maximum Spannungen, die am Kondensator draufstehen. Damit ist nicht gemeint, man muss diesen Kondensator bei 100 Volt oder der gibt irgendwie 100 Volt aus, das heißt, man muss drunter bleiben. Und wenn ich natürlich diese Konstantstromquelle so mache, und das ist dann ein normal dimensionierter Kondensator, sagen wir ein Mikrofarad, und ich jagte 1 Ampere durch, dann habe ich nach einer Sekunde ein Megavolt dort anlegen, das ist größer als 100 Volt. Das heißt, das ist nett in der Theorie, aber für lange Zeiten und mit richtigen Größen kann ich das so nicht machen. Aber es ist ein erstes gutes Bild. Diese Schaltung sollte man im Hinterkopf haben, wenn man über Kondensatoren nachdenkt. Dass wenn ich da einen konstanten Strom durchschicke, dann nimmt die Spannung am Kondensator einfach konstant zu. Und ich habe dann so einen Verlauf. Und dieses Bild kann mir dann helfen, andere Schaltungen zu verstehen. Dass ich dann einfach denke, okay, in der Situation, in welche Richtung fließt denn da Strom durch den Kondensator? Wie ändert das dann die Spannung am Kondensator und wie verhält sich dann mit der neuen Spannung die Schaltung wieder anders? Etwas, was man öfter sieht in der Praxis, ist sowas hier. Dass ich einen Kondensator lade, aber nicht über eine Konstantstromquelle, sondern über eine Spannungsquelle mit einem Widerstand. Nicht ohne Widerstand wäre es Fahrt, weil ohne Widerstand wird die Quelle quasi einen kurzen Puls mit unendlich viel Strom, also da verliert sich das wieder mit der Brauchbarkeit von diesen Modellen, wenn man unendlich viel Strom hat oder sowas, durch den Kondensator durchschicken, weil die Spannungsquelle ja sagt, diese Spannung möchte ich da haben und die macht dann mit allem, was da dran hängt, alles, was notwendig ist, damit diese Bedingung erfüllt ist, dass diese Spannung da ist. Aber ich lade über einen Vorwiderstand. Das heißt, so wie da ein bisschen Strom fließt, habe ich hier USDR mal I, das heißt, eine gewisse Spannung fällt dann den Widerstand ab,
Und dann bleibt eben weniger an einem Kondensat und das hält sich immer so im Gleichgewicht. Das haben wir das letzte Mal angeschaut. Da sind wir auf diese lineare Differentialgleichung gekommen, die wir dann auch gelöst haben mit dem Computer, oder zumindest habe ich behauptet, ich habe es gelöst mit dem Computer. Ich weiß nicht, ob wir es ausprobiert haben, das letzte Mal die Differentialgleichung mit dem Computer zu lösen. Aber es gibt einen Anhang im Skriptum zu den Maxima und da kommt das dann vor, mit welchen Kommandos das geht. Und da kommt man dann eben auf so eine exponentielle Näherung gegenüber dieser Vorspannung. Wann wird denn diese Kurve hier in dem Punkt besonders flach sein? Wenn der Widerstand groß ist oder wenn er klein ist? Also wer ist für einen großen Widerstand, macht besonders flache Kurve. Wer ist für einen kleinen Widerstand, macht besonders flache Kurve. Der Rest ist sich nicht sicher, ist okay. Gut, wieder, ich möchte eine besonders flache Kurve haben. Brauche ich da einen großen Kondensator oder einen kleinen Kondensator? Hey, wer ist für groß? Wer ist für klein? Ja, es ist ein großer Kondensator. Moment, du willst eine flache Kurve. Ich will eine ganz flache Kurve. Wenn dieser Kondensator klein ist, dann verhält er sich so wie eine Unterbrechung quasi. Ein ganz, ganz kleiner Kondensator ist einfach nur eine Unterbrechung. Und bei einer Unterbrechung würde der sofort aufgeladen werden, da wird die Spannung sprunghaft ansteigen. Und ein besonders großer Kondensator ist quasi ein großer Topf, da muss mal viel Strom durchfließen, da muss viel Ladung gespeichert werden in einem Kondensator, damit sich diese Spannung ändert. Okay, dann haben wir hier noch ein weiteres Ding, Spannungsverlauf am Kondensator. Diesmal haben wir keine Quelle, aber wir sagen am Anfang... Widerstand wurde in der Auflösung noch weg. Das war die erste Frage, genau. Da haben wir gesagt, großer Widerstand, besonders flach. Und dann aber die zweite Frage gemacht, Kondensator, groß und klein. Ja, Entschuldigung, war ich ein bisschen zu schnell vielleicht und bin so durchgesprungen. So. Also hier haben wir einen geladenen Kondensator und den entladen wir jetzt, aber wir entladen ihn nicht einfach nur mit dem Kabel, das ist langweilig, da gibt es einen Funken und der ist leer, sondern wieder über einen Widerstand. Und jetzt ist wieder dieser Spannungsverlauf zu skizzieren. Und das haben wir uns letztes Mal auch angeschaut, aber steht, glaube ich, nicht explizit im Skriptum drinnen. Dass das quasi immer das Gleiche ist. Ich lade oder entlade einen Kondensator über einen Widerstand. Der optische Kurvenverlauf ist immer gleich. Ich muss es halt immer anpassen mit, was ist meine Startbedingung, wo möchte ich hin. Und ich schaue, gehe ich da beides immer, ja. Und wir sehen, diese Kurve und diese Kurve hier, die schaut im Grunde gleich aus, sie ist halt nur gespiegelt und verschoben. Wir haben, hier fangen wir an bei 0 Volt und laden über den Widerstand auf die Spannung U0. Hier beginnen wir bei der Spannung U0 und entladen auf 0 Volt. Aber der Verlauf ist der gleiche. Also wenn dieser Widerstandswert und, diese Kapazität hier gleich ist, dann haben wir hier auch diesen gleichen Kurvenverlauf, nur entsprechend genau gespiegelt über die Zeitachse und dann so verschoben, dass das wieder hinkommt. Das ist auch recht praktisch. Wir haben eben diese Formel und eine zweite Formel im Skriptum, aber die gehen immer davon aus, dass wir von 0 Volt auf eine Zielspannung laden. Und wenn ich jetzt quasi eine andere Situation habe, dass ich nicht von 0 Volt auf eine Zielspannung, sondern vielleicht von U1 auf U2, keins davon ist 0 Volt. Ich brauche mir nur überlegen, wie verschiebe ich das so, dass das wieder in die Situation hineinpasst. Wir laden von 0 Volt auf eine Zielspannung und kann das dann in diese Formel hier einsetzen. Gut, Textbeispiel. Steht im Grunde eh alles da. Die Formel ist die Formel aus dem Skriptum. Da haben wir zwei gehabt, im Grunde zweimal die gleiche Formel, nur sonst so umgeformt, dass man sich jetzt nicht allzu viel Gedanken um Logarithmen und Exponentialfunktionen machen muss, sondern man nimmt halt die eine, die sich leichter umformen lässt. Und was haben wir hier gegeben? Also wir haben so eine Standard-Kondensator-Ladeschaltung mit Spannungsquelle und wir haben C1 gegeben, den Kondensator wissen wir. Wie groß muss R1 sein? Also den Widerstandswert, den suchen wir, den kennen wir nicht. Aber wir haben die Information, nach einer Sekunde wird der Kondensator auf 88% von dieser Versorgungsspannung geladen werden. Und der, also
der Schmäh oder das Einzige, was da halbwegs eine Herausforderung ist, ist, wie ich das mit den 88% von U0 mache, weil in der Formel wollen wir eine Kondensatorspannung und eine Vorspannung einsetzen, als konkrete Zahlenwerte. Und wir haben hier aber keine konkreten Zahlenwerte gegeben. Aber wenn man sich diesen Bruch hier anschaut, und wir haben das letztes Mal auch an einem Beispiel uns noch überlegt, da kürzt sich das quasi raus. Ich kann da einen beliebigen Wert von U0 annehmen. Und was ich jetzt hier gemacht habe, weil das besonders einfach ist, ich habe einfach 1 angenommen oder 1 Volt, aber es kann genauso gut dimensionslos sein, weil die Dimension fällt dann eh weg. Also 1 und 88% von 1 ist halt 0,88. Also setze ich 0,88 als meine Zielspannung am Kondensator ein, 1 als meine Vorspannung und dann kann ich eben diesen Logarithmus lösen und das wird halt ein bisschen mehr als 2 sein und dann komme ich eben auf meine 4,7 Kilo-Ohm. Gut. Das war unser Test. Gibt es Fragen? Fragen zum Test? Oder überhaupt zu dem, was wir das letzte Mal und das vorletzte Mal gemacht haben? Setzt du Differentialrechnung voraus oder wie oder nein. Also wir haben es das letzte Mal uns grob angeschaut. Meine Hoffnung ist, dass man ohne Differentialgleichung einfach da genauso durchkommt durch den Kurs und ab und zu sage ich dann seltsame Dinge. Wir brauchen es auf jeden Fall nicht lösen selber, sondern es gibt immer die Möglichkeit, mit dem Maxima zu machen. Was wir das letzte Mal kurz gesprochen haben, war, was dieser Differentialoperator eigentlich bedeutet. Da ist aber vielleicht die Aufzeichnung vom letzten Jahr besser. Dort haben wir deutlich länger darüber geredet, was der Differentialoperator bedeutet. Wir können aber auch gern mal, weiß ich nicht, im Rahmen der Experimentiergruppe oder so über diese Themen reden. Was ein sinnvoller Kenntnisstand sozusagen wäre, ist eben, was meint man mit diesem Differentialoperator als Änderungsrate von? Formal lösen braucht man überhaupt nichts, dafür gibt es einen Computer, das ist eine Tippfehlerei, wenn man das selber rechnen will. Wo? Genau. Das ist diese Formel hier umgeformt auf R, weil R die unbekannte Größe ist. Das heißt, ich multipliziere mir das R darauf und den Logarithmus dividiere ich mal runter und dann setze ich meine Zahlenwerte ein. Ja, Clifford. Mikrofarad sowie Mikroskop und Mikrometer. Du meinst den Mikrometer? Also, er hat recht, gewisse Sachen kann ich mir nicht abgewöhnen. Das ist das Problem, wenn man die meisten Dinge gelernt hat, indem man viel davon gelesen hat und nie die Möglichkeit hatte, mit jemandem darüber zu reden, dass sich das dann irgendwie so fest ankert und dann wird man das auch nicht mehr los. Okay. Sonst irgendeine konstruktive Kritik? Dann schauen wir weiter in unserem Curriculum. Zur groben Orientierung. Wir sind jetzt mehr oder weniger wirklich fertig mit den linearen Sachen. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Aber genau genommen ist das ja hier auch nur die Lösung einer linearen Differentialgleichung. Also ein Gesichtspunkt immer noch linear. Und heute fangen wir an mit den Dioden, die werden wir heute auch wieder abschließen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist der physikalische Effekt bei den Dioden auch die Lösung einer linearen Differentialgleichung. Aber darüber reden wir nicht, bei uns sind es halt seltsame Funktionen. Und das nächste Mal gehen wir dann los mit den Transistoren. Das heißt, wir sind jetzt voll in dem drinnen, dass wir zu interessanten Schaltungen kommen. Ja, und wie gesagt, wir fangen jetzt mal mit den Dioden an.